So. Hi, da wären wir auch schon wieder mit Bioshock Remastered. Und wir sind in Point Prometheus angekommen mit der Begrüßung von Fontaine selbst. Aber leider ist er uns entkommen. Deswegen müssen wir jetzt einen anderen Weg reinfinden. Tannenbaum hat uns gebeten. Okay. Und Tannenbaum will, dass wir zu einem Big Daddy werden. Was etwas beunruhigend ist, um ehrlich zu sein, aber ja gut. So, wo, oh! Wo bist du denn hergekommen? Okay. Tannenbaum will also, dass wir das so machen. Ja, komm, gehorchen wir ihr mal. Und werden zu einem Big Daddy, I guess. Was wollen wir? Granatenschadensteigerung klingt doch gut. Besorge dir alle Upgrades für 4 Waffen. Yay. Protektor-Anzugsteuerung. Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, ah, weil deine Little Sister sie für dich hat. Oh, verstehe. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Wieso riechen? Ich will nicht, wie die riechen. Aber ich mag das Detail, dass sie noch extra riecht, dazu gesagt hat. Nein. Mendel Forschungsbibliothek. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Situation hier mendeln kann, aber ich probiere es einfach mal. Wer packt einen Raketenwerfer in eine Bibliothek? Wieso ist diese Bibliothek so riesig? Big Daddy Schuhe. Wer? Ja, ist ja gut. Damage Reshirts. Sie müssen dort treffen, wo es weh tut. Das neue Damage Reshirts 2 ermöglicht es ihnen, die Schwächen ihrer Gegner mehr als je zuvor zu ihrem Vorteil zu nutzen. Na gut, dann nehme ich das mal mit, ne? Lauf nicht weg vor mir! Tue ich doch gar nicht. Nehmen wir den Bolzen mal wieder. Ah, den haben wir damit auch wieder. Perfekt. Ich höre ja auch irgendwo eine Little Sister. Ein weiterer Brandbolzen. Sehr, sehr schön. Diese Bibliothek. Ich sehe mich hier mal genau um. So eine Bibliothek hat ja gerne manchmal auch so Geheimnisse. Was ist dieses Geräusch? Das gefällt mir nicht. Warte, hierfür haben wir ja die gute Telekinese. Damit können wir uns den Schrot geben, wollte ich gerade sagen. Oh, hallo Spider-Splicer. Tschüss, Spider-Splicer. Kannst du mir bitte nicht ins Gesicht schießen? Ich bin dein Auftraggeber, liebes Turret. Vergiss das nicht. Verschwörungstheoretiker sah also auch noch, okay. Oh, das da vorne ist gar nicht gut. Ich muss mit dem Bolzen jetzt genau zielen. Perfekt. Oh, hallo. Hacken wir dich mal, weil... Ich will dich, glaube ich, nicht als Gegner haben, mein liebes Turret. Ja, das ist soweit so gut, alles hier, würde ich sagen.
Dann können wir uns erstmal Zeit lassen, so wie es ausschaut. Gefällt mir. Und dann brauchen wir jetzt noch irgendwas, was... Oh, das haben wir auch schon. Okay. Wir können hier gerade jede Unterstützung gebrauchen. Also, ja. Haben wir irgendwas, können wir hier im Gavos Garden, können wir einiges kaufen. Okay. Dieses Gebiet hier ist aber auch riesig. What the hell? Haupthalle. Ja gut, wenn wir auch in der Haupthalle... Nein, kein Sicherheitsalarm. Warte, wo ist jetzt diese verdammte Sicherheitssteuerung? Die müsste doch irgendwo hier oben sein, ne? Hier muss sie irgendwo sein, laut Karte, oder? Ja, hier. Ach, da drin. Verdammt. Mhm. Spider-Splicer, könnt ihr mal bitte damit aufhören? Das hier scheinen alles defekte Bots zu sein, wie es ausschaut. Okay, ja, das klingt nach etwas, was eine mental gesunde Person tun würde. Eindeutig. Oh, das war knapp. Anyway. Handbolzen. Ich hätte den auch theoretisch vorher erwischen können. Little Sister. Oh. Ich wollte eigentlich den Big Daddy da hinten fotografieren, aber okay. Komm weiter den Gang hier runter, mein lieber Big Daddy. Hier, ich hoffe, du wirst keine schockierende Entdeckung machen. Hey, wo ist der Big Daddy hin? Big Daddy? Wo ist der Big Daddy? Ernsthaft, wo ist der? Was mit dem und dann können wir dich retten. Meine liebe Little Sister, dann retten wir dich mal, ne? Es hat uns ja gefühlt gerade nur 10.000 Ressourcen mal wieder gekostet, den Big Daddy zu erledigen. Oh, eine Nietenpistole. Ja, ja, das ist mir bewusst, Spiel. Das ist mir schon sehr, sehr bewusst. Was ist das hier? Securus? Okay, das ist der Ort, wo die Big Daddies entstanden sind, so wie es ausschaut, ne? Ich hatte irgendwie gerade keinen Bock, die Dinger zu bekämpfen. Oh, was ist das hier? Big Daddy Anzug. Nur noch den Helm.
Ah. Oh, hallo, wie geht's, mein Lieber? Ich bin kein schlimmer Finger. Ah, das ist wahrscheinlich ein Leafhead-Splicer. Ja, deswegen können wir keine Fotos mehr von ihm machen, weil wir die schon durch erforscht haben, sozusagen, schätze ich mal. Okay, das hier ist gerade alles gar nicht gut. You know what? Ich auto-hack das Ding hier einfach. Auf jeden Fall mal ein paar Bolzen. Bisschen MG-Zeug. Bisschen Schrot und schon haben wir nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch gerade irgendwas, mit dem ich interagieren kann, aber das war anscheinend das hier. Fastenfeld. Okay, dann hacken wir das mal, ne? Ja, okay. Ist noch nichts verloren. Okay, nice. Nehme ich alles mit. Ah. Und dann jetzt brauche ich was Gutes. Und das ist was Gutes. Okay, jetzt sollten wir das haben, oder? Bin ich gerade komplett verpeilt. So viel Eve. Nice. Ionischer Schrot, Kontaktmine. Okay, Kontaktminen haben wir anscheinend schon noch genug. Ach, wir sollen Brandbolzen verschießen. Ja, das kriege ich hin, Spiel. Das kriege ich sehr gut hin, sogar. Waldbolt. Okay, das hier scheint die Produktionsstätte von den Big Daddies gewesen zu sein. Ich meine, wofür auch die Anzüge sprechen, wenn man ehrlich ist, aber... Ja. Warte, was? Wo? Wie? Hä? Wo war da gerade wer? Ah, das hier ist dann wieder wahrscheinlich ein Leadhead-Splicer. Wenn wir hier, ja... Wenn wir hier nichts machen können. Sind diese Geräusche hier, die beunruhigen mich. Vor allem diese Schritte sind... Das sind unsere. Okay, das sind unsere. Ich war mir gerade für einen Moment nicht sicher. Hier haben wir noch ein bisschen MG-Zeug. Leadhead-Splicer. Fisch. Und Verbandskasten. Sehr schön. Aktenschrank. Gummischlauch. Wer auch immer seinen Gummischlauch in den Aktenschrank tut. Die kleinen Schützen. Wieso komplett in Caps geschrieben? Krieg ist schrecklich. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht. Außer Su Shong. Su Shong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Oh. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Su Shong. Jeder hat Angst. Wieso redet er von sich in der dritten Person? Hat er angefangen, verrückt zu werden? Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Su Shong weiß nämlich, das, ja, das ist super gut. Definitiv. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Su Shong muss darüber nachdenken. What the hell? Hören wir uns erstmal dieses Tagebuch an. Diesmal von Andrew Ryan. Habe ich einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Ja, schon irgendwie. Aber Atlas ist da draußen und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Ja, ich glaube auch. Aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Okay. Okay, Andrew Ryan. Und wie gesagt, diese ganzen Geräusche hier machen mir schon alle ein bisschen kürre, so ein bisschen, aber was haben wir denn hier? Verkaufsautomat? Noch, Fontaine, dieser Hurensohn, macht einem Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Ja. Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe. Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddy sind zu teuer. Ryan kann nicht mal.
Aber dass so jemand wie Ryan dann ein bisschen geiziger ist, wundert mich irgendwie nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Es bringt hier das alles anzuzünden ja nicht wirklich was, oder? Candidate Conversion, was ist das hier? Kandidatenkonversion. Werden hier Big Daddies, die Kandidaten für Big Daddies erzeugt oder wie oder was? Warte, von wo werde ich beschossen? Von. Ah, von hier. Okay, warte, das war nicht das, was mich beschossen hat. Das war ein Raketenwerfer gerade, der mich beschossen hat. Okay. Wieso so verletzend? Machen wir etwa was, was dir nicht gefällt? Mein lieber Fontaine? Fehlende Stiefel. Verdammt nochmal, die Big Daddy Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Ah. Was wäre Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Okay, ja gut, die haben wir aus Zufall gefunden, einfach weil ich sehr gerne in Videospielen erkunde. Da passiert das schon mal, dass man aus Versehen das Richtige findet. Warte, wieso ist das hier alles so vermint? Macht mich neugierig, was hier eigentlich ist. Wenn das hier alles so vermint ist. Sehen wir uns das mal in Ruhe an. Sehr viele Bolzen. Guter Stuff. Ich glaube, hauptsächlich wegen den Bolzen war das hier so vermint. Ich meine, die Bolzen sind, wenn man mit denen treffen kann, verdammt powerful. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Apropos Bolzen und Powerful. Okay, ich stand hier gerade überhaupt nicht gut, Mist. Jetzt muss ich den anderen da auch noch erwischen. Was soll denn das? Bin ich nicht okay. Bin mit dem Big Daddy genug beschäftigt gerade. Oh, und jetzt treffe ich den halt nicht mal, ne? Wie wär's, wenn ich erstmal einen Dummy erwischte? Der Big Daddy ist ja auch ein Dummy, der fällt darauf rein. So, dann retten wir dich mal wieder. Übrigens genau die Stelle, wo wir auch schon die letzte Little Sister gerettet haben. Finde ich interessant, aber hey, ich nehm's. Ich habe da einfach fast jeden Bolzen, den ich eingesetzt habe, wieder benutzen können. Wieder finden können. Ich meine, hey, ich nehm's. Obviously. Warte, wir haben den Big Daddy nicht gelootet, oder? Ansonsten, weil der gibt normalerweise super viel Geld. Wir haben dich nicht gelootet, richtig? Nö, aber wir können dich noch fotografieren. Wir haben es gerade eben nicht gemacht, aber für das bisschen. Photographer's Eye. Mann, warum nicht? Oh, ein Verbandskasten. Oh, das nehme ich sehr, sehr gerne gerade. Was wollen wir hier jetzt? Ein bisschen Schrot wäre auf jeden Fall ganz gut. Bolzen haben wir genug. Antipersonen-MG-Zeug und noch ein paar Bolzen. Na doch, so. Das nehme ich gerne. Guardian Conversion A. An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden außer Schmerz. Ja, und was ist, wenn das genau das ist, worauf ich stehe? Big Daddy Helm. Jetzt sind wir ein Big Daddy. Langsam wird das etwas. Jetzt brauchen wir noch die Pheromone und den Stimmenverzerrer. Oh. Wir haben zu tun. Hackers Delight 3. Nehme ich.
Warte, Spider-Splicer, euch habe ich noch nicht fertig fotografiert, meine Lieben, ne? Warte, wo bist du? Da bist du. Fotografiere ich dich auch noch. Damit haben wir nochmal erhöhten Schaden auf die Gegner. Auf die guten Spider-Splicer. Und von denen können wir mehr oder weniger Health-Packs generieren. War ja was. Okay, das ging leider nur in den Arm. Was heißt leider nur in den Arm? So viele Spider-Splicer. Mein Gott. Dann gehen wir jetzt mal zur Main Hall zurück. Ja, ja, wir werden wieder dekontaminiert. Ist mir bewusst. Verdammt, jetzt müssen wir den Gegner da auch nur noch treffen, ne? Oder das Geschütz erledigt die Aufgabe für uns. Geht natürlich auch. So, wo waren... Wir müssen generell mal wieder zum Gavros... Hallo? Zum Gavros Garden. Der war... Hier, links, ne? Ja, der war hier. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir haben genau genug für zwei von den größeren Upgrades. Dann nehmen wir doch ein weiteres Kampftonikum. Ja, komm, warum nicht? Und ein Gesundheitsupgrade. Beides nehmen wir gerne mal mit, denke ich, ne? Erziehungsanstalt Little Wonders. Okay. Wenn wir hier eins der Pheromone finden, oder wie? Ich glaube, das finden wir heraus, ob wir wollen oder nicht. Aber diese Sicht, aber diese Big Daddy-Sicht ist schon ein bisschen merkwürdig, not gonna lie. Man kommt sich irgendwie nicht mehr so fragil vor, selbst wenn man es noch ist. Hätte ich das gewusst, wäre ich zuerst hier hingegangen. Weil irgendwie nervt diese Sicht auch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ich meine, was funktioniert? Gebrech. Oh, das ist so. Oh, hier werden die Little Sisters erzeugt. Die Räume sehen aber nicht so schön aus. Aber ja, ich wollte noch den einen Kommentar zu Ende hören. Dann hören wir uns den doch auch einfach mal an. Das war Point Prometheus Testgelände. Das war rum nur die Mädchen. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Oh. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Oh mein Gott, Markt für unverwundbare Männer. Wie furchtbar wäre das bitte? Männer sind ja so schon manchmal... einige Männer sind ja so schon manchmal zweifelhaft. Stell dir jetzt mal vor, die wären jetzt auch noch unverwundbar. Was das bedeuten würde. Ich will lieber nicht drüber denken. Drüber nachdenken. Ja, wir müssten uns mal heilen. Hallo, Little Sister, wie geht's? Mich magst du nicht, das finde ich aber schade. Warte, was schießt hier gerade auf mich? Ah, das Turret da vorne. Oh.
Warte, erstmal noch fotografieren, bevor ich noch irgendwas anderes mache. Vielleicht kriegen wir ja ein Damage-Upgrade gegen die Gegner. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Panzer brechen die MG. Let's go. Erstmal meinen Bolzen einsammeln und jetzt die Kleine retten. Ich hoffe, das wird dann auch alles. Meine Kleine, ich hoffe, das wird. Rette jede Sister im Spiel oder beute sie aus. Achievement. Oh. Nice. Nehme ich gerne mit. Die Belohnung steckt im Teddybär in einem Gavros Garten. Das heißt aber auch, dass wir ganz schön am Ende des Spiels sein müssen. Ich meine, es fühlt sich auch so an. Aber dadurch, dass wir jede Little Sister jetzt gerettet haben... Das war dann nochmal eine Bestätigung, mehr oder weniger, dafür. Wie gesagt, ich habe das auch so gedacht, aber die Bestätigung zu haben, ist irgendwo auch ein bisschen komisch. Um ehrlich zu sein, aber naja. Taste benutzen. Das hat mir wehgetan. Ich sollte eventuell keine Tasten mehr drücken, die mir wehtun, habe ich gehört. Wir hatten noch ein paar Moneten. Ein paar Moneten für den guten Proleten. Keine Ahnung, ich wollte das nur irgendwie rein. Und es hat halt nicht mehr Sinn ergeben. Da vorne ist auf jeden Fall eine Kamera. Da war eine Kamera. Autopsie. Hier will ich nicht länger sein. Safe Quacker. Oh. Und ein letztes Big Daddy Pheromon. Oh. Okay. Nein, ich werde mir diesen Raum nicht weiter ansehen. Oh, hallo. Wie geht's, mein lieber Splicer? Ich hoffe doch ganz nett. Ganz gut. Anscheinend jetzt nicht mehr so gut, aber ich glaube, das hast du selbst so zu schreiben. Ja gut, das will ich gar nicht abstreiten, aber ist das in dem Fall so schlimm, frage ich mich eher. Guten Tag, mein lieber Fellow Big Daddy, wie geht's? Okay, das ist gerade... Oh mein Gott, das ist gerade gar nicht gut. Ich gehe mal hier in dieses Ding rein, ne? Dann ist nämlich da drin der Sicherheitsalarm und ich bin hier draußen. Das nehme ich gerne. Ich finde es auch interessant, wie durch den Big Daddy Cop das alles so gedämpft ist auch, ne? Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich lasse mich wieder dekontaminieren. Und wenn hier irgendwas aus der Richtung kommt, lasse ich mich wieder kontaminieren, okay? Hallo. Und jetzt ist auch der ganze Spuk vorbei. Finde ich sympathisch. Aber das war gerade was. Halten wir einfach mal alles still. Wer lacht wen aus?
Kandidateninduktion. Stimmverzerrer. Der Spiele ist zu einem Big Daddy geworden. Ja, und das ist jetzt schlimm, weil... Bei den Proving Grounds. Das ist da, wo wir reingekommen sind. Okay. Nee, nicht so wirklich. Aber wir können bestimmt irgendwas tun, was dich ein bisschen aufregt, mein lieber Fontaine. Beispiel, dass das Spiel freest. Das soll echt viele Leute aufregen, habe ich gehört. Wenn sowas passiert. Aktenschrank, okay. Ich finde es halt sehr interessant, dass hier sehr wenig Splicer sind, wollte ich gerade sagen, nur um direkt dann einen zu finden. Ein Spider-Splicer, okay. Der wollte sich da am Safe zu schaffen machen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Warte, wo ist der hin? Ah, der ist in die Wand gerannt, perfekt. Er ist in die Wand gerannt und wurde dadurch erledigt. Ein Tagebuch. Hören wir uns das mal an. Zuschauen mal wieder. Zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Und es kommt noch härter. In den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Nicht nett, Fontaine. Nicht nett. Ah, hier haben wir wieder einen Gegner. Das ist wieder... Das dürfte ein Faggish sein, oder? Ja, Faggish. Damit haben wir den auch komplett erforscht. Nice. Und hier ist wieder ein Power-Up-Your-Arms-Ding. Machen wir mal Schrotflintengeschwindigkeit. Besorge dir alle Upgrades für 5 Waffen. Nice. Und hier ist dann noch ein Safe, den wir hacken können. Oh, wir haben ja jetzt ein paar Auto-Hacks geholt. Ich war so, wieso haben wir so viel von diesem ganzen Stuff? MG-Munition, ein paar Bolzen. Hallo, kannst du mal bitte diese verdammte Kamera treffen? Kann ich sie wenigstens wegschocken? Ja, das kann ich wenigstens. Jetzt kann ich sie wegschroten. Die gute Kamera. Aber hat sich das alles hier gelohnt? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Gehen wir einfach wieder hier raus. Ich bin mir so sicher, ich habe hier was übersehen, aber das ist mir gerade ehrlich gesagt recht egal. Objektelager. Okay, dich haben wir anscheinend schon analysiert. Was für eine Art von Splicer bist du denn? Ein Faggish. Warte, die haben wir doch noch gar nicht fertig analysiert, oder? Nee, doch, haben wir seit kurzem, ne? Oh mein Gott, wir haben diesen Bolzen nicht getroffen. Oh mein... Wollte gerade sagen, geht doch. Mensch. Diebspritze, da sind wir voll. Ja, der trägt ein bisschen Napalm mit sich rum, das wir nicht brauchen können. Und was haben wir hier noch so Schönes? Bisschen MPs da. Oh, hallo. Unschutzsicherheitskamera.
gehen wir jetzt zum Main Hall. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Aber wie ihr euch sicher vorstellen könnt... Eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Mhm. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin. Fontaine, weißt du was? Das klären wir dann final im nächsten Part, weil das war es an der Stelle mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar, Like, Abo da oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dann sehen wir uns im nächsten und vielleicht sogar letzten Part wieder. Bis dann, Leute. Habt noch einen schönen Resttag. Ciao.